Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Ich komme jetzt gerade ganz frisch aus der Krankenpflegeschule aus dem Johanneshospital und habe jetzt etwas mehr über die süßen Türken mit allen anderen Facetten, die noch dazugehören in der Pflege, erzählt. Jetzt die Kurzversion, mehr auf Ernährung, Diabetes, Umgang mit Füßen für Sie zusammengestellt, um da ein bisschen Einblick und Verständnis für diese Menschen zu geben. Und bin natürlich total froh, dass ich hier bin. Bin wie immer aufgeregt, ich sage es jetzt schon mal, egal wie lange ich schon auf der Bühne stehe, ich habe es immer, deswegen so ein bisschen schnell in der Atmung und im Reden, aber es regelt sich gleich wieder. Sie sehen hier schon das erste Bild. Ich habe mal so die Zuckerwürfel aufeinander gestapelt. Jeder von Ihnen hat bestimmt schon mal einen türkischen Tee getrunken. Ohne Zucker schmeckt der natürlich nicht so gut, mit mehr Zucker umso besser. Und das sind meine Eltern. Das heißt, das sind Ihre Patienten, die Sie tagtäglich auch in den Kliniken oder in den Arztpraxen haben. Beide erste Generation Gastarbeiter, Papa vorher gekommen, Mama nachgeholt. Natürlich können beide sehr schlecht Deutsch und müssen halt in allem begleitet werden, entweder durch uns oder von Ihnen letztendlich begleitet werden mit viel Verständnis. Ich habe mal ein bisschen was zusammengestellt, aber alles so im Überblick, also nicht jetzt alles detailliert genau. Und habe mal ein bisschen aufgelistet, wir haben ja jetzt im Moment natürlich auch politisch ganz viel Migration in Deutschland, was jetzt auf uns zukommt. Erst war es der Aufbau nach dem Weltkrieg, jetzt sind es eben andere Kriege woanders, die Menschen in Bewegung bringen. Und Geschichtsbücher, überall können wir das nachlesen. Menschen sind überall in Bewegung, entweder sind es Naturkatastrophen oder eben Vertreibung, Intoleranz. Vieles kann der Grund sein oder aber auch Armut. Oder eben die Sehnsucht, was man im eigenen Land nicht gefunden hat und eben in einem anderen Land lieber finden möchte. Ich habe ein bisschen mal die Anfänge gemacht, damit uns auch in den heutigen Tagen nochmal bewusst wird, dass wir da auch nicht unbedingt mit negativen Gefühlen jetzt auf diese Flutwelle von Flüchtlingen letztendlich reagieren, sondern auch nochmal Verständnis für die eigene Geschichte haben. Und ich sage bewusst eigene, weil ich mittlerweile 35 Jahre in Deutschland lebe von 42. Das heißt also die mehreren Jahre eher hier in Deutschland und fühle mich genauso deutsch wie türkisch zwar. Und es betrifft mich ja genauso. Das heißt, mit dem Wirtschaftswunder hatten wir natürlich hier einen riesen Umschwung und wir brauchten hier Arbeiter und auf dem inländischen Markt war nichts zu finden. Also hat man gesucht und erstmal 1955 in Italien angeworben und damit kamen auch die Eisdielen zu uns, war ja auch gut. 1960 folgten dann eben die Griechen und die Spanier und wir hatten Gyros und Tapas dann endlich auch zur Verfügung, war ja auch mal was. Und dann kam Türkei, natürlich der Döner. Meistens verbunden oder der türkische Honig oder Baklava, was eben auch zur Folge wird für unsere Eltern, wenn die mit Diabetes erkranken. Naja, 1963 kam Marokko nach und 1964 dann Portugal und zuletzt dann eben Tunesien und im Anschluss nochmal ex-jugoslawische Länder letztendlich, die hier mit ihrer Arbeitskraft und mit ihrem Leben gerade gestanden haben. Der eine millionste Gastarbeiter Amanda Rodriguez wurde dann direkt vom Bundesminister empfangen und hat noch ein Motorrad übergeben bekommen. Und im Moment, wenn ich das so in den Medien sehe, sehe ich ja auch, wie die Flüchtlinge überall in den unterschiedlichen Städten letztendlich eine Willkommenskultur und Begrüßung und mit Geschenken und mit Spenden empfangen werden. Ich hoffe, dass das nicht umkippt, sondern auch weiterhin so bleibt. Ja, wir hatten die Anfänge alle. Also ich würde heute nicht vor Ihnen stehen, wenn nicht meine Eltern genauso gedacht hätten. Alle gingen letztendlich von einem befristeten Aufenthalt aus. Nicht nur die Menschen, die hierher kamen, sondern auch die Menschen, die diese Menschen hierher gerufen haben, haben gedacht, es ist alles befristet. Alle kommen für ein paar Jahre hier arbeiten, bringen ihre Leistung hier rein, gehen wieder und es kommen neue Arbeiter mit neuer Kraft halt wieder zurück. Sie machten sich auch natürlich mit ganz wenig Informationen auf den Weg, wussten also zum Teil nicht viel von Deutschland. Und bei der Ankunft erlebten sie auch schon ihren ersten Schock. Es war nämlich nicht wie versprochen alles ein bisschen luxuriös, sondern eher sehr einfach. Holzbaracken, alles in der Nähe der Arbeitsstätte, damit sie eben nicht lange Wege hatten und letztendlich die Probleme ähnlich wie heute. Wenn Sie die erste Generation nehmen, Sprachprobleme,
fremde Umgebung ist es jetzt nicht mehr, aber die Sprachprobleme sind ja zum Teil bis heute geblieben. Und auch da muss ich manchmal mit den Kassen diskutieren, die dann nicht verstehen und sagen, ja, aber die sind schon 30 Jahre hier. Ja, ja, aber es wurde halt anders geplant, die haben anders geplant und das ist halt heute das Ergebnis. Die Mentalitätsunterschiede, die ungewohnte Arbeit, weil das darf man auch nicht vergessen, die erste Generation, die hierher kam, da waren wenige Akademiker bei. Es waren auch viele Frauen dabei, aber es waren weniger Akademiker, sondern mehr alles Bauern. Genauso wie meine Eltern auch. Wir hatten ein Lehmhaus, wir hatten unsere Kühe, Hühner, alles hinten am Stall, bevor wir hierher kamen. Und ich bin auch so groß geworden die ersten 7 Jahre. Und hinterher veränderte sich das natürlich zunehmend auch für mich und für meine Eltern, nachdem man eben andere Dinge kennengelernt hat. Die Lebensbedingungen blieben für viele lange eben bescheiden. Sie nahmen das auch alles hin, weil die letztendlich davon ausgingen, dass sie mit dem, was sie hier verdienen, erstmal drüben was aufbauen und zurückgehen wollten. Aber auch ohne Familienangehörige ankamen hier, konnten dann auch ihre Leistung hier reinbringen und haben dann auch mit dem Geld, was die hier verdient haben, drüben eine Menge aufgebaut. Das heißt, das, was ihre Eltern hier als Erbe für sie zurücklassen, lassen unsere Eltern zum größten Teil in der Türkei für uns zurück. Nur will die meistens keiner haben. Also meine Eltern kommen aus Sivas, das ist mitten in der Türkei. Da ist kein Strand, kein Meer, Hügel, Sonnenblumenfelder, Weizenfelder. Wenn ich mit meinen Kindern dahin gehe, wir halten 2-3 Tage aus und dann wollen wir auch schon Strand und Meer. Das heißt, dadurch schon schwierig, diese Immobilien auch irgendwann im Alter loszuwerden. Sie akzeptierten schmutzige Arbeiten, schwere Arbeiten und daraufhin haben sie, die natürlich heute sehr krank oder eben mit gemischten Krankheiten in der Behandlung, auch wir ambulant. Der Anwerberstopp führte dann irgendwann dazu, dass es eben zum Daueraufenthalt wurde. Und viele holten dann auch ihre Familien nach. Genauso bei uns. Das heißt, mein Vater kam 1970. Er kam jedes Jahr einmal zum Urlaub machen. Jedes Jahr war dann meine Mama schwanger. Und dann kam ein folgendes Kind auf die Welt, genauso auch bei mir. Also 1973 war er definitiv da, weil dann kam ich ja schon auf die Welt. Ja, die Verbindung zur Heimat, mittlerweile für mich Herkunftsland, wurde natürlich immer weniger. Und auch wir buchen unsere Pauschalreisen mittlerweile in der 3., 4., 5. Generation mit unseren Familien und machen natürlich überall auf der Welt Urlaub, nicht nur in der Türkei. Ich denke mir dann auch immer, naja, im Alltag kommst du immer noch dahin, weil ist ja um die Ecke. Jetzt machst du mal erstmal Überseereisen, das verträgst du im jungen Alter besser. Ja, meine Auswanderung, nur damit Sie auch wirklich ein Bild haben, ich habe mich schon verändert, hoffentlich. Die Locken wurden noch mit viel Mühe rausgekämmt, das tat sehr weh. Deswegen gucke ich auch so ein bisschen grimmig, weil ich dachte, ist gar nicht gut. Und das sind meine Eltern nochmal für Sie, das heißt Ihre Patienten zu Hause, auf den Stationen oder wo Sie ihnen begegnen. Einfach mal noch ein bisschen Statistik vorab. Jeder 8. Einwohner Deutschland ist im Ausland geboren oder eben im Laufe der Zeit irgendwann hierher gekommen. Haben Sie alle eine Ahnung, wie viele Menschen aus wie vielen Ländern hier in Deutschland leben? Eine Zahl. Bitte? 47. Nein, noch mehr. Bitte? Noch mehr. Über 100. Unter 200. Sehr nah dran. Also, wir haben 10,7 Millionen Migranten zurzeit da. Das ist die Statistik von Wechsel 2012 zu 2013. Und aus 194 Ländern leben Menschen hier in Deutschland. Das heißt, wir reden heute nur über die Gruppe der Türken. Aber es gibt ja noch mehr Gruppen, die irgendwann pflegebedürftig werden. Und auch da brauchen wir natürlich Kenntnisse. Aber was meinen Sie denn, wie viele Länder die Welt überhaupt hat? Irgendeiner eine Idee? Auch 194, das heißt die ganze Welt ist hier zu Gast oder eben lebt in Deutschland. Ist wirklich so, können Sie gerne googeln. Meine Schüler, wenn ich das in den Krankenpflegeschulen unterrichte, die sind immer ganz schnell, die googeln sowas sofort nach. Die Mehrheit dieser Menschen
stammt natürlich aus Europa und 7,4 Millionen sind es, knapp die Hälfte davon eben aus der Europäischen Union. Haben Sie denn Wissen darum, welche Migrantengruppe die drittgrößte Gruppe ist? Also drei Länder sind jetzt noch fehlend auf der Liste. Was meinen Sie denn, wer unter 3,5 Millionen ist? Welches Land? Keiner eine Idee? Sowjetunion, also die ehemalige Sowjetunion. Das heißt, die Türken sind gar nicht mehr die große Gruppe. Das heißt, wir haben 2,4 Millionen Personen und 1,5 nur die Türken und 1,1 Millionen die Polen, die letztendlich hier auch leben. Also ganz schön gemischt. Und jede fünfte in Deutschland lebende Person weist einen Migrationshintergrund auf und in der Gruppe der unter Fünfjährigen sogar jede dritte Person. Also es wird immer bunter. Wenn Sie alleine von mir ausgehen, ich habe einen deutschen Mann gehabt, habe zwei Söhne, die sind also halb deutsch, halb türkisch. Nehmen wir an, die heiraten später auch irgendwie italienisch, griechisch, dann wird es nochmal bunter und Deutschland teilt sich in alle Richtungen. Wenn wir insgesamt gucken, egal, woher die Menschen kommen, Spanien, Griechenland, Sowjetunion, Italien, also auch mehr die Gastarbeiter jetzt bezogen, die sind natürlich ein bisschen benachteiligt, weil sie einfach nicht alle die Möglichkeiten haben, über unser Gesundheitssystem alle Informationen sich ranzuholen. Aber ihre Kinder und ihre Kindeskinder holen das ein bisschen nach, aber es klappt immer mehr und in den letzten 50 Jahren denke ich schon, dass sich da eine Menge tut. Oder getan hat. Und im Moment haben wir sogar eine Abwanderung. Das heißt, die Migranten, Kinder, die irgendwann hierher gekommen sind, hier ihre Abschlüsse gemacht haben und zum Teil sehr gute Abschlüsse haben, Akademiker sind, wandern zum Teil wieder ab. Zum Beispiel auch in die Türkei, weil sie dort einfach bessere Jobbedingungen haben und Gehälter bekommen, drei Sprachen beherrschen und dadurch natürlich auch eine ganz andere Option für die ist, dort klarzukommen. Und nicht alle sind benachteiligt. Ich meine, wenn Sie hier auf die Bilder gucken, ne, die sehen wir regelmäßig in den Medien, die ich glaube nicht, dass alle benachteiligt sind. Manchmal wird das immer so dargestellt, dass die Migranten ja so alle keine Chancen haben. Auch Ali Çelik gehört zu den Glücklichen. Er hat hier wieder was Wunderbares auf die Beine gestellt, bin total glücklich. Und wenn man Özil zum Beispiel Fußball spielen sieht, dann ist es einem ja auch total wurscht, ob er türkischstämmig ist. Hauptsache, er schießt die Tore für Deutschland. Naja, letztendlich, egal welchen Menschen wir mit einer anderen Herkunft begegnen in unserer alltäglichen Arbeit, in der Pflege oder auch in den Arztpraxen, sie werden in unterschiedlicher Weise über ihre Sorgen, Nöte, Krankheit, Gesundheit berichten. Als zum Beispiel ein Asylsuchender, weil die haben einen ganz anderen Druck, ganz anderes System, in dem sie stecken und oft dort auch nicht klarkommen und letztendlich oft immer noch durch Sprachbarrieren der geringe Zugang zu unseren Strukturen und auch Sie selber wissen es, wir haben jedes Jahr mindestens zwei Reformen, wo dann wieder das gesamte Gesundheitssystem sich ändert und wenn man dann keine Sprache kann, kann man sich das dann natürlich auch nicht so einfach aneignen. Dann kommt aber auch immer noch dazu Angst, Scham, Barrieren, die letztendlich auch dazu führen, dass Menschen das alles nicht nutzen können und die werden natürlich in anderer Weise über ihre Gesundheit und Krankheit berichten, als eben jemand, der es kann. Und wenn dann noch die Psyche kommt, empfehle ich Ihnen allen. Sonst würde ich das nie tun, dass man Parallelgesellschaften bildet. Aber in der Psychiatrie sollte man wirklich mit Fachkräften auch letztendlich diese Menschen behandeln, die die Sprache und die Kultur kennen, weil es einfach vereinfacht. Ja, die erste Generation beziehe ich auch auf meinen Vater. Wenn ich auf den ambulanten Dienst gucke, den ich jetzt seit 10 Jahren in Duisburg betreibe. Mein 87-jähriger deutscher Patient ist fitter als mein Vater, der 77 ist. Jetzt ist er ja auch ein bisschen so durch den Glauben geprägt. Er hat halt viele Krankheiten, hat viel erlebt und ist so ein bisschen passiv in seiner Art. Ich bin ja schon froh, dass er 5-mal am Tag betet und sich dabei bewegt, weil ich glaube, sonst würde er auch vorziehen, für alle anderen Gänge lieber das Auto zu nehmen. Das heißt, Sie haben immer noch die schlechte medizinische Versorgung in der Türkei. War jemand von Ihnen in der Türkei schon mal in Behandlung im Krankenhaus oder gearbeitet? Wie ist es? Nie wieder. Ja, genauso denken die Menschen, die hier in Deutschland leben, auch. Ja, und deswegen kommen die auch immer wieder zurück.
Das heißt, die wollen dann da auch nicht bleiben. Wenn sie erkranken, kommen sie wieder zurück. Und ich glaube auch manchmal, dass wir ganz auf hohem Niveau jammern, aber wir haben schon ein super System, was die Gesundheit hier angeht. Körperlich belastende Tätigkeiten nach Ankunft hatten wir ja schon gehabt. Geringe fehlende Nutzung natürlich lokaler medizinischer Dienste, sprachliche Probleme, Kosten, weil wenn Pflegestufe und Behandlungspflege kommt, verstehen die oft auch nicht, wie das alles abläuft. Das Pflegegeld brauchen die einfach zusätzlich zu der Rente, weil sie eine kleine Rente haben und damit manchmal Haushalt und alles besser geführt werden kann. Aber auch eben unbegründete Ängste. Haben Sie schon mal türkische Patienten in der Reha erlebt, die zur Badekur gehen? Auf Station, Physiotherapie, ist das was für die? Bewegung? Weniger. Aber wenn Sie ankommen und sagen, Fango und Massage, ist jeder Türke dabei. Das tut denen nämlich gut, das nehmen die auch gerne in Anspruch, aber alles andere ist dann immer so schwierig, ne, die da auch ranzuführen. Und auch in den Reha-Kliniken werden Sie das eher so erleben, dass Sie sich da eher zurückhaltend verhalten, aber diese Sachen gehen immer. Prävention spielt leider in der Türkei immer noch keine große Rolle und Check-up ist mehr für die Besserverdienenden und mentalitätsbedingt kann man ja auch die Fünfe mal gerade lassen. Wann kommen die türkischen Patienten bei Ihnen in die Notaufnahme oder in die Klinik? Tageszeit? Genau, die warten immer ab. Und dann kommen noch die Nachbarn, sagen, ah, ich hatte das auch, warte noch ein bisschen, nimm noch das, weil die tauschen auch untereinander Medikamente aus. Weil wenn es bei mir gewirkt hat, könnte es bei dem auch wirken. Also die machen da eine Menge untereinander und wenn dann gar nichts geht, dann stehen die mit 3 Mann vor der Tür. Und dann muss schnell reagiert werden, ganz schnell. Ja, die türkische Küche, ich hoffe, Ali gibt hinterher noch eine Runde Baklava aus und danach eben Blutzuckertests für alle. Die türkische Küche ist natürlich super lecker, weil sie sehr süß und sehr fettig auch zum Teil ist und Fett ist immer noch ein Geschmacksträger natürlich und das begünstigt natürlich nicht unbedingt manche Krankheiten, wie Diabetes auch vorwiegend und auch andere Krankheiten nicht. Und wenn Sie dann davon ausgehen, dass alles kein Problem ist, auch wenn die krank sind, die Pflege gesichert ist, da täuschen Sie sich. Also wir sind 5 Geschwister, wir haben natürlich Zeit für unsere Eltern, aber jeder hat nochmal für sich seine Familie. Wir wohnen auch nicht mehr alle ganz nah bei den Eltern, sind verteilt. Das heißt, dieses Schema, was wir früher hatten, alle unter einem Dach und jeder ist für jeden da, ist leider nicht gegeben. Wir haben Generationskonflikte, das heißt, die jungen Leute verstehen die Älteren nicht, die Älteren die Jungen nicht. Dann haben wir natürlich immer bei den Türken auch Schwiegermutter, Schwiegertochter, Konflikte, die natürlich sehr schwerwiegend sind. Und wenn es dann wirklich nur Söhne gibt und die Schwiegertöchter und die Söhne für die Pflege verantwortlich sind, gibt es dann noch zusätzlich Ehestress, weil die Frau dann nicht will und der Sohn das lieber will und dann wird es kompliziert. Ja, und die Pflege kann man durchaus in Frage stellen. Wir stehen noch am Anfang. Wenn ich das jetzt hier auf der Bühne sage, ist das nicht rassistisch, aber die erste Generation stirbt aus. Also die nächsten 10, 15 Jahre, denke ich, ist es noch sehr wichtig, kultursensibel für Sie zu denken und auch das Verständnis aufzubringen, wenn Sie in der Pflege sind. Aber ich bin eine Duschgeneration wie Sie. Ich glaube, bei mir muss man dann schon viel weniger beachten bei der Pflege als wie bei meinen Eltern. Die Situation der türkischen Migranten, das ist meine türkische Gemeinde in Oberhausen-Tackenberg. Ich bin manchmal auch in Moscheegemeinden unterwegs und mache so einfache medizinische Aufklärungen. Die nehmen das auch alle mit. Umsetzung ist so lala, aber es klappt immer mehr. Altern gilt auch für uns alle. Ist natürlich ein Prozess, der im Wesentlichen von sozialen, kulturellen, aber auch ökonomisch-psychischen Faktoren abhängt. Ich denke, die 50-plus-Generation, wenn wir die in die Pflege bekommen, das wird lustig. Die werden natürlich andere Ansprüche haben als die Eltern heute, also auch die Generation deutscher Patienten, die wir heute versorgen. Und auch generell natürlich andere Erwartungen. Wir haben natürlich auch heute andere finanzielle Möglichkeiten als unsere Eltern. Daher können wir auch andere Dinge abrufen. Aber ist schon wichtig. Und eine Kultur hat, glaube ich, jeder von uns. Weil unter interkultureller Pflege verstehe ich nichts anderes außer individueller Pflege. Und das wollen wir alle. Jeder für sich. Die meisten Arbeitsmigranten, die vorhatten, wieder zurückzukehren, also wegen diesem Rotationsprinzip, haben es auch zum Teil geschafft. Das Konzept ist immer 6 Monate hier, 6 Monate da. Das heißt, die fahren so immer um April, Mai runter in die Heimat,
kommen dann so Oktober, November zurück. Genauso auch meine Eltern, die sind zurzeit wieder weg und kommen jetzt im Oktober, weil das nächste Enkelkind schon heiratet. Also auch bei uns hat sich schon eine Menge getan. Und für die ambulante Pflege eine wirtschaftliche Lücke, aber eine ideale Planungslücke. Wir haben so 220 Patienten, davon sind 40 türkischstämmig. Wenn über die Hälfte weg ist, habe ich eine Tour frei und kann dann natürlich Urlaub in der Sommerzeit anders planen, wie wenn alle da wären. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So, das sind die Kinder, warum sie immer wieder zurückkommen. Ich habe Ihnen ja erzählt, wir wohnen so in der Türkei oder ich bin geboren in der Pampa. Sehr trocken, da fahren wir nicht hin. Meine Eltern haben dort ein Haus und die pendeln eigentlich wegen uns. Leider haben die, der Staat ja immer noch keine Regelungen für die türkischen Migranten. Würden meine Eltern nach Spanien in Urlaub fahren, kriegen die ihr Pflegegeld weitergezahlt, weil die Pflege ändert sich ja nicht. Weil sie aber in die Türkei fliegen und Türkei nicht zur EU gehört, wird das Geld nach 6 Wochen gestrichen. Viele sind aber dann trotzdem weiterhin pflegebedürftig, lassen sich das dann natürlich dort oder erkaufen sich das. Und der Grund, warum sie überhaupt wiederkommen, sind wir, die Kinder und im Anschluss natürlich die Enkelkinder, die ja auch letztendlich ein Paar geworden sind. Ich habe den hier eingekreist, der ist wirklich meiner. Ja, der hebt so ab von der ganzen Masse, aber das sind die deutschen Gene. Und da kann man halt eben auch ganz klar alles erkennen. Obwohl ich so dunkel bin und alle so dunkel sind, hat er sich komplett durchgesetzt. Ja, Migration und Alter, klar, viele ältere Migranten wohnen eben nicht, wie wir glauben, in Großfamilien, sondern mit ihren Partnern auch alleine. Auch wenn meine Eltern pendeln, die haben ihre 2,5 Zimmer wohnen und wohnen für sich. Wir gehen sie besuchen, kaufen ein, helfen, wo wir können, den Rest regeln die alleine. Und bestimmte Gefühle können Menschen nur in ihrer Ersprache ausdrücken. Das heißt, wenn dann neurologische Erkrankungen dazu kommen, Parkinson, Schlaganfall, verlernen die zweiterlernte Sprache. Damit ist es dann so, dass wenn sie mit den Patienten Deutsch reden, das für die manchmal so ist, als würden sie mit denen Spanisch oder Chinesisch reden, eben eine Sprache, die sie gar nicht verstehen. Und viele älteren Migranten verfügen über natürlich unzureichende Kenntnisse und das, wenn das Wenige auch noch weg ist, sprechen die wirklich nur noch Türkisch, dann wird es natürlich besonders schwierig. Und verstehen fällt aber bei denen, die noch nicht so ihre Einschränkungen haben, sehr gut. Das heißt, wenn sie langsam reden, können die sie verstehen, sie können ihnen oft leider nur nicht antworten. Bei Schmerz müssen wir ein bisschen drauf eingehen, auch wenn der Diabetiker oft ja keine Schmerzen empfindet, bei den türkischen Patienten wird natürlich oft intensiv und laut und deutlich geäußert. Ich habe vor 22 Jahren bei Diakonissen gelernt, im EKO in Oberhausen. Und dann hieß es, wenn man auf der Gyn ist, muss man auch einen Tag in den Kreissaal gehen. Der Kreissaal war auf der 2. Etage und es hieß, man braucht nur unten an der Pforte stehen, am Haus F, dann sieht man oder hört man die türkischen Frauen gebären. Und dann waren da lauter Vorurteile. Es hieß, umso lauter die türkische Frau bei der Geburt schreit, desto mehr Gold bekommt sie. Und wenn es dann noch ein Junge ist, umso besser. Ich hatte einen deutschen Mann. Ich habe alles zusammengeschrien. Kein Gold. Also, alles Vorurteile oder eben Dinge, die man so nebenbei gehört hat, stimmt natürlich so nicht. Schmerz ist, wie wir alle wissen, aus der Pflege sehr individuell und das, was der Patient äußert und nicht das, was ich da rein interpretiere. Aber es ist schon so, dass die türkischen Frauen oder auch Menschen manchmal ihren Schmerz sehr laut und deutlich äußern. Mehr Frauen, Männer eher weniger. Er macht den Patienten natürlich zum Mittelpunkt der Familie. Oft ist er auch ein bisschen mit Todesangst verbunden, weil eben manche Krankheiten aus deren Gedächtnis heraus immer noch nicht in der Türkei geheilt werden können. Und manchmal ist es auch so, dass sie das alles so hinnehmen, weil die sagen, das hat der liebe Gott mir gegeben oder Allah und ich halte das jetzt aus oder eben nicht und äußere das. Und genauso eben, die Ursache wird meist nicht so benannt und von uns als Pflegekräfte erwarten sie zwar Aufmerksamkeit, aber nicht unbedingt, dass wir die dann in den Arm nehmen, drücken oder sonst wie was, sondern eher in Ruhe lassen. Die Unterschiede im Schmerzausdruck, ich meine, wenn ich hier in der Runde frage, was meinen Sie denn, wer hat mehr Schmerzen, Männer oder Frauen? Ich rede jetzt allgemein, ne? Nicht kulturspezifisch. Männer? Okay, also Sie haben alle den Film gesehen, Männergrippe oder Männerstupfen, oder? Genau.
Ja, nichtsdestotrotz, zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft kann es natürlich Unterschiede geben, wobei ich finde, dass sich das hier in Deutschland aufhebt. Wenn Sie die Geschichte verfolgt haben, seit 1960 leben Türken, Italiener, Griechen hier und oft wird ja auch gesagt, Italiener sind wehleidiger. Haben wir hier Italiener? Und? Ja? Oh, okay, dann nehme ich alles wieder zurück. Also letztendlich wird das manchmal ja so unterstellt. Ich dachte immer, das wären nur die Italiener in Italien, weil wir ja schon so über 3-4 Generationen hier leben, dass sich das so ein bisschen adaptiert hat. Okay, also letztendlich Geschlechter, Altersphasenunterschiede, auch bei den deutschen Patienten, gerade die Senioren, die wir heute pflegen, hören wir ja oft, ach mein Kind, das bisschen Schmerz, ich habe Kriege überlebt, ich habe gefroren, ich habe gehungert, ist doch alles nicht so schlimm. Naja, und Südländer sind wehleidiger, klar, wir haben ja so einen Morbus Mediterraner, heißt das, glaube ich, ne? wo das ja nachgewiesen werden sein soll. Aber letztendlich, um auf die Geburten und um alles zusammenfassend zusammenzuführen, wir haben natürlich zum Teil unsere Vorurteile, was die Schmerzempfindlichkeit mancher Gruppen angeht und müssen uns dann immer wieder abchecken und bei der Behandlung dieser Menschen auch immer uns selbst daran erinnern, dass Schmerz subjektiv ist und dass wir erstmal den Blick auf den Patienten richten und auf das, was er sagt und nicht auf das, was wir da rein interpretieren. Vorurteile haben manchmal ihren Vorteil, die schützen uns, aber manchmal können sie uns auch sehr bei der Bearbeitung letztendlich behindern. Erziehung, soziokulturelle Faktoren, wir hatten ja vorhin gehört, wer von den Männern hier wurde noch so erzogen, dass gesagt worden ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz und Männer weinen nicht? Super, haben wir hier Psychologen unter uns? Haben wir nicht? Also das wäre ein Job für die. Weil das sind dann die Männer, die hinterher Psychologen brauchen, weil sie nie ihre Gefühle freilaufen lassen durften. Manchmal helfen Tränen. Erfahrung und Verarbeitung von Schmerz natürlich, ganz wichtig. Das heißt, wir haben ein Schmerzgedächtnis, wir speichern Schmerz ab, genauso auch Liebeskummerschmerz, den man ja eigentlich so erstmal nicht sehen kann. Sogar der ist abgespeichert im Gedächtnis und kann wirklich genauso Schmerzen verursachen wie körperlicher Schmerz, den wir auch letztendlich spüren und auch immer wieder erleben können, wenn wir wieder eine Enttäuschung haben. Das heißt, geistig-kognitive Faktoren sind wichtig, Stimmung und Gefühle, seelisch-geistige Faktoren. Genauso ist es auch bei den türkischen Patienten. Das heißt, an manchen Tagen haben sie einfach mehr Schmerzen. Und wenn man dann manchmal nachforscht, warum, dann heißt es, ja, die Kinder waren schon seit einer Woche nicht da oder es hat sich keiner gemeldet und ich habe mich mit meiner Tochter gestritten. Haben wir natürlich auch bei deutschen Patienten. Aber komischerweise, wenn man dann Schmerz abfragt, haben die an den Tagen auch einfach stärkere Schmerzen. Wobei türkische Patienten sagen immer, alles brennt. Brennt ist immer so ein Symptom, was für jeden Schmerz genutzt wird. Und alles brennt ist immer schwierig, weil ich das dann nicht fokussieren kann auf irgendein Organ. Die Füße von türkischen Patienten und Fußpflege, um auf den Diabetes ein bisschen einzugehen, sind ein bisschen heikel. Ich denke, ich brauche jetzt nicht alles wiederholen, weil wir jedes Jahr auf diesem Kongress so ein bisschen interkulturelle Pflege haben. Und dadurch, dass sehr fromme, gläubige Muslime sich vor dem Beten eben rituell waschen müssen und eben auch die Füße mit dazu gehören, ist das bei den türkischen Patienten schon so, dass die Fußpflege so verstehen, dass sie ihre Füße waschen. Und die Füße waschen die immer, wenn die rituelle Waschung machen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass sie eben diese Schuhe tragen. Das sind so Lederschüchen, die sonst eigentlich bei uns ja auch die kleinen Babys bekommen, die ersten Schüchen. Die sind komplett aus Leder. Wenn die morgens einmal ihre Waschung gemacht haben, ziehen die diesen Schuh an und brauchen dann die folgenden Waschungen der Füße nur andeuten mit feuchten Händen und brauchen die nicht jedes Mal waschen. Also es ist immer sehr spannend. Die Waschbecken sind ja recht hoch und die sind alle mittlerweile alt. Also wenn ich dann manchmal sehe, wie meine Mutter oder mein Vater ihr Bein da so über dem Waschbecken schmeißt, um das zu waschen, anstatt irgendwie das anders zu lösen, denke ich mir, oh Gott, Sturzgefahr. Das kann ihnen auch in der Klinik passieren, dass die dann am Waschbecken zum Beispiel diese Waschung vollziehen und da vielleicht gucken, wie sie das anders lösen können, weil die Sturzgefahr dann natürlich gegeben ist. Garten in der Hornhaut, total gefährlich für die sind, weil jeder Keim, der sich da reinsetzt und eine Entzündung auslöst, letztendlich dazu führt, dass irgendwann doch vielleicht was amputiert wird, ist dann ein Problem.
Ich hatte mal bei mir statistisch mal geguckt, weil wir sehr viel Wundversorgung machen. Wir haben ganz wenige türkische Patienten, obwohl die wirklich definitiv alle Diabetes haben, ganz wenige trotzdem mit Fußwunden. Entweder sind die direkt amputiert oder die haben erst gar keine, obwohl die da wirklich wenig dran tun. Ja, Ernährung, auch da ist es so, dass der ältere, fromme, gläubige, muslimische Patient natürlich lieber Fleisch, das rituell geschlachtet ist. Wir haben wenig Vegetarier unter der ersten Generation, dritte, vierte eher. Also die essen sehr gerne Fleisch und sehr viel. Und es wird halt wie im Judentum geschächtet. Und die sehr Frommen, auch in der Klinik, werden dann von ihnen kein Fleisch annehmen, auch wenn es Huhn oder Rind ist, weil die sagen, das ist nicht rituell geschlachtet. Anderes Fleisch wird meist nicht verzehrt und Alkoholverbot. Das heißt, wenn Ali jetzt hingehen würde und sagen würde, ach kommt Leute, hiernach gehen wir feiern und ich gebe einen aus, würden wir wahrscheinlich eins trinken, zwei trinken, drei, dann sagt der andere, ach komm, trink noch einen vierten mit mir. Und dann würden natürlich Dinge passieren, die wir vielleicht aus religiösen Gründen nicht dürften oder auch peinlich am nächsten Tag sein könnten oder uns und andere gefährden. Deshalb wurde Alkohol im Islam komplett verboten. Komplett, also auch kein Tropfen, auch wenn manche das auch anders auslegen. Wenn Diätvorschriften vorliegen, wäre es schön, dass man das mit den Angehörigen bespricht, weil die auch Essen mit in die Klinik bringen, dass man da einfach guckt, ob das dann so passt. Und Diäten, also Türken haben ganz früh rausgehabt, dass Diäten nicht schmecken. Definitiv. Deswegen gibt es das auch ganz selten. Und wenn Sie gleich mal sehen, wer von Ihnen ist Diabetesassistentin? Keiner? Kennt sich da aus? Also wir können gleich mal BEs ausrechnen. Das ist Wahnsinn, was die so alles verputzen am Tag. Also reichliches Essen tut dem Körper gut. Fakt. Klar, man wird vom Essen nicht krank. Und daraus können Sie jetzt schon mal ableiten. Die kriegen die Brücke nicht hin zu Diabetes. Weil Essen macht nicht krank. Nicht-Essen macht krank. Und daher können die den Zusammenhang nicht herstellen und verstehen auch natürlich die ganzen Vorgaben nicht, die sie machen. Oft sitzen die türkischen Frauen mit ihren Töchtern oder Schwiegertöchtern natürlich bei den Kursen mit, wo die dann nochmal geschult werden. Bei den Töchtern geht's noch, aber wenn die Schwiegertochter dabei ist und dann sitzt die ganze Familie beim Essen und die Schwiegertochter hat ja gut zugehört, damit Mutti alles einhält und dann sagt sie dann immer wieder, Mama, pass auf, isst davon nicht so viel, hiervon nicht so viel, das tut dir jetzt nicht gut, das nicht. Wissen Sie, was dann die Schwiegermutter macht? Nehmen wir an, es wäre Ali und seine Frau. Dann guckt Alis Mutter Ali ganz böse an und sagt, toll, mein Sohn, du verdienst das Geld und sie verbietet mir das Essen. Also es sind dann manchmal Konflikte. Wir sind ja dann immer mittendrin. Ja? Das heißt, ich kenne das dann, wo ich dann sage, naja, sie meint es ja gar nicht so. Sie hat ja nur aufgepasst und sie will ja nur, dass das alles mit dem Essen passt. Dann kommen noch Familienkonflikte dazu und dann wird schon kompliziert. Türkisches Essen ist fett und süß, haben wir auch schon gehabt und Diäten schmecken nicht. Ist so, dann fehlt immer irgendwas. Essen in der türkischen Gesellschaft hat einen ganz hohen Stellenwert und reichliches Essen wird natürlich auch als Wohlstandszeichen auch angesehen und gerne auch der Tisch sehr üppig gedeckt, wenn Besuch da ist. Gastfreundschaft und natürlich Bewirtung haben einen ganz hohen Stellenwert. Da sagen dann viele Schüler, ja, ja, und die Männer werden eh bedient. Ja, natürlich, gehört auch dazu. Je mehr Essen, desto besser. Und Ablehnen von Essen ist eine Beleidigung für den Gastgeber. Das heißt, auch wenn wir ambulant arbeiten und kommen dazu, die essen gerade, müssen wir ein Happen mitnehmen, weil das nämlich unser Augenanteil ist. Wir haben gesehen, dass die essen und es könnte sein, dass ich Appetit bekommen habe und die können mich jetzt so nicht gehen lassen. Ich muss dann wenigstens ein Happen essen oder mein Happen mitnehmen. Geht gar nicht. Also wenn wir die türkische Tour in Marxloh haben, haben wir für 3 Tage genug Essen. Alles wird mitgegeben. Alleine zu essen oder nebenan zu essen, wenn noch andere im Haus sind, ist eben unvorstellbar. Das heißt, nehmen wir an, Sie klingeln zufällig bei mir an und wir sitzen gerade alle am Esstisch. Entweder Sie setzen sich dazu und essen mit oder wir stehen alle auf. Es wird nicht weiter gegessen, gerade bei der älteren Generation, die schaffen es dann nicht, weil das wäre auch wieder ihr Augenanteil, wenn sie nicht dabei sitzen und wenigstens ein Happen mitessen. Jetzt fangen wir mal an zu rechnen. 3 bis 4 Mahlzeiten heißt wirklich 3 bis 4 volle Mahlzeiten.
Und jetzt umdenken auf den Diabetiker. Nachmittags nochmal bei Freunden oder Nachbarn, kann aber auch schon vormittags passieren, so zwischen 10 und 11. Frühstück manchmal sehr früh, manchmal nach dem Frühgebet schon und dann nochmal 10, 11 Uhr kommt die Nachbarin, dann wird auch ein bisschen nochmal aufgedeckt, dann gehe ich am Nachmittag zu der Nachbarin, da gibt es dann auch nochmal was, weil die türkischen Frauen, die haben immer so hohe Gefrierschränke und da ist jedes Fach schon gefüllt mit Börek, mit gefüllten Weinblättern, türkischen Tortellinis, alles. Es wird nur frisch rausgeholt, schnell aufbereitet, fertig. Und wenn wir uns gut benehmen, kriegen wir die Sachen auch noch mit. Abends nochmal ein komplettes Menü mit Suppe, Hauptgericht, Salat und Süßspeise dabei, also auch völlig legitim. Und Salat fehlt eigentlich nie, was ja eigentlich gut ist, wenn nicht die anderen Sachen noch dabei wären. Und zu der Suppe natürlich ganz viel Weißbrot getunkt wird. Gehört natürlich auch dazu, am besten Fladenbrot. Und letzter Imbiss, wenn Sie bei türkischen Familien reinkommen, ist immer eine riesen Obstschüssel. Obst ist gesund, natürlich, aber auch nur in kleinen Mengen. Trauben, Erdbeeren zum Beispiel, wenn die Saison ist, essen die Diabetiker auch besonders gern. Also meine Patienten haben so einen Durchschnitt von 300 bis 500 und sind noch voll fit dabei, wenn wir akut dann messen. Natürlich sind auch immer Studentenfutter mit auf dem Tisch, am besten noch die Rosinen, die dann rausgepickt werden mit Kichererbsen und anderen Nüssen und die sind durchgehend den ganzen Tag auf dem Tisch. Sollen wir jetzt mal rechnen? Ich weiß nicht, wie viel BE da rauskommt, aber bestimmt nicht die BE, die letztendlich der Arzt angedacht hat. Bei den Medikamenten einfach gucken, je nachdem, wie gläubig der Patient ist, wollen die keine Medikamente mit Alkohol, wenn man nicht ausweichen kann. Also der Islam ist immer ein Mittelweg. Das heißt, wenn ich nur dieses Medikament nehmen kann, was mir dann auch hilft, gesund zu werden, was ja auch meine Pflicht ist, wieder meine Gesundheit herzustellen, dann muss ich das nehmen, kann ich nehmen. Machen aber nicht alle, lehnen auch durchaus ab. Oder auch Medikamente mit Bestandteilen vom Schwein kann ein Problem sein. Mittlerweile sind die Insuline ja nicht mehr alle vom Schwein. Das heißt, da kann man auch natürlich variieren. Und nicht sofort wirkende Medikamente werden abgesetzt. Das heißt, die kriegen Blutdrucktabletten, merken, es ist nur nicht besser geworden. 3 Tage vorüber wird abgesetzt. Sie wissen manchmal gar nicht, was die so alles selber nebenher absetzen. Und sie glauben immer, dass der Mediplan, den sie als Arzt zum Beispiel ausgestellt haben, genauso ist, wie er sein sollte. Aber oft nehmen die nicht so. Krankheitszeichen und Symptome weg, wird natürlich das Medikament auch abgesetzt. Das ist natürlich gefährlich bei Antibiotika. Wenn ich die 7 Tage nehmen soll, habe die aber nur 3, 4 Tage genommen und setze die ab, habe ich bei der nächsten Krankheit schon ein Problem, wenn ich das gleiche nochmal einnehmen soll. Und viele Fragen stellen, ist eine Insuffizienz. Stellen die türkischen Patienten viele Fragen, spezifische Fragen? Nein. Dann würde ich mich ja outen, geht ja auch nicht. Ja, die türkischen Migranten sind häufig eben mit den traditionellen Riten und Gebräuchen ihres Herkunftslandes behaftet. Und das, was für den einen völlig normal sein kann, kann für den anderen völlig unnormal sein. Das heißt, sie dürfen jetzt auch nicht immer alle in einen Topf werfen. Es ist so unterschiedlich, dass es Wahnsinn ist, dass ich manchmal selber als türkisch geborene Krankenschwester da auch nicht immer durchblicke, wer wie wohin gehört, damit ich da auch eine Ahnung habe. Familiäre Probleme oder auch psychische Krankheiten bleiben auch im Gespräch mit mir oder auch mit anderen Unbeteiligten oft unerwähnt, weil eben das auch ein Zeichen wieder von Insuffizienz ist. Und der Standardspruch bei türkischen Patienten, wenn man die fragt, wie geht es ihnen, idealim iolalim. Lass uns gut sagen, dann ist es auch gut. Ist wirklich immer, immer. Wenn sich 2 Türken auf der Straße begegnen und sie wollen gar nicht so viel von sich outen, ist der Standardspruch. Gesundheitsverständnis ist natürlich erstmal Gesundheit selbst, von Allah ein Geschenk oder von Gott, den man schützen muss. Ein Leben nach dem Tod, das heißt, ich muss für alles, was ich auf dieser Erde tue, auch eine Rechenschaft abgeben. Und die Lebensführung und die Krankheit werden oft eben nicht im Zusammenhang gesehen, eben bezogen auf den Diabetes zum Beispiel und Passivität, da eben alles von Gott gegeben ist. Wir haben manchmal Menschen, die warten einfach ab, was mit ihnen passiert, aber eigentlich sollen sie wirklich alles tun, um ihre Gesundheit auch selber unterstützend wiederherzustellen. Das Krankheitsverständnis, der Kranke steht natürlich im Mittelpunkt und oder ist endlich mal dran. Gerade bei den türkischen Muttis, die immer funktionieren müssen, ist manchmal so eine Krankheit richtig gut, weil die kaputt sind. Dann können die halt nicht mehr alles machen, dann müssen andere mal helfen und machen oder der Ehemann selbst. Und das wird manchmal auch gerne ausgenutzt.
Familie und emotionale Wärme sollen dem Körper helfen und Krankheit verbindet. Das heißt, Krankenbesuch im Islam hat einen ganz hohen Stellenwert. Das heißt, wenn mein Nachbar, meine Nachbarin, mein Vater, meine Mutter krank werden, habe ich die Pflicht als Moslem, ihn besuchen zu gehen. Deswegen gibt es immer so viel Besuch im Krankenhaus. Die einen meinen, sie müssen es als Pflicht. Die anderen erwarten es manchmal gar nicht, weil die denken, ey, ich kann mich mal jetzt endlich erholen im Krankenhaus. Haut nicht immer so hin. Krankheit gilt aber auch von Allah gegeben und sie ist als Prüfung zu verstehen für den Menschen. Und durch das krankheitsbedingte Leiden meinen manche eben, dass sie eben damit Sühne tun und vielleicht ein Leben nach dem Tod eben, da alles ein bisschen entspannter wird. Kann aber auch eben als Tabuüberschreitung oder Regelverletzung verstanden werden. Und für Alter und Tod gibt es keine Medizin. Das finde ich gut. Ist ja auch so. Können wir ja auch nicht immer abwehren. Und manchmal kann ich mit dem Spruch vieles erklären für die Patienten und dann passt das schon. Die Frauen brauchen oft Begleitung durch ihre erwachsenen Kinder und oder Ehemänner. Hierarchiestufen sind klar. In der ersten Generation war es wirklich so, dass die Frauen ihren Platz erst erworben haben, wenn sie auch ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und Krankheit ist eben ein Mittel für Aufmerksamkeit, hilft aber nicht immer gegen Hausarbeit. Das heißt, auch die muss gemacht werden. Und Adipositas, und das ist eben unser Hauptproblem, ist immer noch so ein Wohlstandszeichen und wird gerne in der ersten Generation auch weitergeführt. Und Gewichtsabnahme ist natürlich immer mit Krankheit verbunden, verstehen die nicht. Also meine Patienten machen sich regelmäßig Sorgen um mich. Wenn ich ja noch 2-3 Kilo abnehme, dann ist alles vorbei. Bei den Männern, der Vater ist der Oberhaupt der Familie oder dann der ältere Sohn, wenn er krank sein sollte und repräsentiert natürlich die gesamte Familie. Männer sind es gewohnt, bei den Türken erste Generation bedient zu werden, zweite Generation vielleicht auch, dritte auch, vierte. Diagnosen werden manchmal zum Schutz des Patienten eben oder Angehörigen verschrieben, von den Angehörigen verschwiegen. Wir hatten jetzt Palliativwochen, wo wir auch interkulturelles Training hatten. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Lassen Sie die Diagnosen durch einen Arzt mit einem echten Dolmetscher, also Kollegen, übersetzen, der die Sprache kann. Die Kinder übersetzen zum Teil mit Absicht anders. Nämlich, dass Papa, Mama gesund wird, Tumor ist entfernt, alles wird gut und sie stehen da und müssen dann alles rechtfertigen und dann wird schon schwierig. Letztendlich soll der Patient die Hoffnung nicht verlieren und natürlich, wer hat dieses blaue Auge noch nicht zu Hause? Das wäre auch ein Tipp, Ali. Einmal verteilen für alle. Schützt letztendlich vor bösen Blicken und Neidern und auch Verfluchungen durch einen Menschen können schwerwiegende Erkrankungen auslösen. Da glauben Menschen wirklich dran. Und manche haben wirklich die ganze Bude damit voll und halten sich auch daran. Der Arzt ist nochmal sehr wichtig, wenn er türkischstämmig ist, ist er eine Autoritätsperson. Der deutsche Arzt auch, aber bei den Türken, vor allem die dann noch in der Türkei studiert haben, haben nochmal einen anderen Stellenwert. Das Verhältnis ist oft vertrauter, geistreicher und eben ein bisschen familiär. Die werden oft direkt mein Sohn, meine Tochter auch angesprochen, was natürlich die Therapie manchmal schwierig gestalten lässt. Auch in der Pflege werden wir gerne so angesprochen, anstatt eben mit unserem Namen. Und ein guter Arzt kann letztendlich alles sofort heilen, verordnet immer ein Medikament, das ist ganz wichtig, und entscheidet natürlich alleine über die Therapie. Und die Kinder werden dann eben häufig zum Arzt gebracht. Da gibt es auch keine Schamgrenzen. Das heißt, die Tochter auch durchaus mal vom Vater. Und das Symptom soll natürlich sofort bekämpft werden. Und eine gründliche Anamnese macht dann schon misstrauisch. Weil wenn ein guter Arzt alles heilen kann und sofort sieht und er fragt mich, was ich alles habe, kann der nicht gut sein. Dann wechseln die den Arzt auch wieder. Ja? Bei der Pflege, da wird natürlich viel erwartet, aber eben eher Verständnis und Zuwendung und da die Familie eben eh ständig da ist und oft in der Pflege auch bereit ist zu helfen, würde ich Ihnen auch empfehlen, die mit einzubeziehen. Besonders Männer wollen dann lieber von ihren Söhnen zum Beispiel gepflegt werden, die kommen dann auch und dann kann man Tätigkeiten auch gerne abgeben. Zusammenfassend, interkulturelle Kommunikation, ganz wichtig, egal ob die Diabetes oder andere Erkrankungen haben, einfach mal schauen, Herkunft des Patienten. Weil, wie gesagt, der eine fremd, der andere wieder völlig normal. Mentalität natürlich kommt dazu. Religion, weil wir haben im Islam auch viele Subgruppierungen, wo das eine geht und für den anderen wieder nicht geht. Lebensbedingungen in Deutschland,
typische Rollenbilder, Mann, Frau, Söhne, Töchter letztendlich, aber auch berufliche Situationen und natürlich familiäre Situationen. Einfache Formulierungen nutzen bitte, mittleres Sprachniveau, letztendlich auch bei jedem Malocher in Duisburg, jetzt in den Norden schauend, da nehme ich auch nicht viele Fachwörter in den Mund, er muss mich ja auch verstehen, was er hat. Vermeiden von Fachausdrücken, übersichtliche Gestaltung von dem, was ich ihm vermitteln will, am besten auch viele Bilder, klare Textabschnitte oder auch letztendlich Piktogramme, die Sie anwenden können und bitte Einsetzen von Dolmetschern. Da machen Sie schon echt eine Menge gut, wenn es dann fachlich übersetzt wird. Und zweisprachige Dokumente gehen auch, weil nicht alle sind Analphabeten. Ne? Viele können auch lesen. Was immer wirkt, immer, auch wenn ich gar keine Sprache kenne und egal in welchem Land ich auch Urlaub mache, ich bin dort auch Ausländer, Freundlichkeit. Einfach mit einem Lächeln reinkommen. Bei den türkischen Patienten reicht schon immer Selam oder Merhaba oder Günaydın, wenn es morgens ist. Und die freuen sich schon. Wenn sie noch mehr türkische Sätze kennen, nennen sie die lieber nicht, weil dann erzählen die. Weil die meinen, sie können türkisch. Hatten wir nämlich auch schon. Und dann war die Mitarbeiterin überfordert. Ja, interkulturelle Sensibilität hat man also auch nicht von Geburt an, aber auch nicht mit Sprachkenntnissen. Also ich kenne mich mit afrikanischen Menschen nicht aus, mit chinesischen Menschen nicht aus. Ich kann das auch immer nur das, was wir so in Deutschland gängig haben, letztendlich sagen, ja, ich kenne mich im Judentum, Christentum, Islam aus und könnte diese Menschen halt auch bedienen. Aber in manchen Bereichen, da traue ich mir das einfach nicht zu. Einfach schauen und die Menschen individuell betrachten und letztendlich auf die Pflege eingehen. Man kann nicht alles wissen, aber die Sinne für Besonderheiten schärfen. Oh, Entschuldigung, das ist mein Team. Wir sind total bunt. Wir integrieren gerade Männer rein. Haben die deutschen Patienten immer abgelehnt. Ja? Nicht die türkischen. Wir haben jetzt auch einen Mann, unser Quotentürke. Und es werden jetzt immer mehr. Also, vielen Dank. Da muss sie jetzt schnell gehen.